Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute kümmern wir uns wieder um eine weitere Strecke hier auf, ja, hier Dings, ne? Wir machen wieder mit dem Number Generator, gucken wir, welche Strecke wir fahren. Strecke Nummer 19, die Gürtellinie. Wieder mal die Gürtellinie. Die, also sind wir neulich, durften wir sie ja auch schon wieder fahren. Ist interessant, wie viel der Zufallsgenerator uns sie gibt, aber auch nicht so schlimm. Wir beginnen die Fahrt. Ich würde sagen, wir nehmen diesmal, kann ich den Urban Racer, wir nehmen einfach diesmal den S418 LE Business von Setra und machen das Ganze wieder schön in einer runden Tour, in einer angenehmen Tour, ja. Genau. Und heute ist nationaler Feiertag. Mehr Leute werden den Bus nehmen als üblich. Alright. Sehr schön. Dann machen wir die Türen auf. Das war's. Das ist ja lustig, dass am 23. wir noch ein Video machen, wo wir per Zufallsgenerator. Mal noch rein. Wo wir Zufallsgenerator den Gang einlegen, wäre auch nicht schlecht. Wo wir Zufallsgenerator, das haben wir jetzt gerade einen Kickstart gemacht. Das hat bei Zufallsgenerator sogar nationalen Feiertag noch reingeworfen bekommen. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe das Gefühl, wir hätten das Spiel nochmal neu starten sollen. Damit das nicht ganz so stark jetzt hier leckt, aber gut, so wie es ist. Dann fahren wir mal zur Siegestraße. Na, war der mal drüber? Muss ja. Ich sehe aber niemanden. Warten lassen. Nächster Halt, Siegesstraße. Wo ist eine Menge, die jetzt hier mit wollen? Müssen sie alle Was ist heute einsteigen? eigentlich für ein Feiertag? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ah, das ist so angenehm, die Leute alle zu hören. Das ist so angenehm. Blockieren die Tür. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, er ja, blockiert genial. Die Tür. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Ja, klingt gut. Ich denke, ich drin. Will meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzel, Standard, zwei Stück und. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel, Standard, drucken. Wenn wir am Anfang durchgehen Eine und Fahrkarte, wenn wir halt eine Menge Zeit haben, gehen wir durch. Ansonsten lassen wir das. Ja. Hier ist die Fahrkarte. Was? Ach so, was? Ach so. Na klar. Ich dachte, oh nein. Na klar. Oh nein. Was? Ach so. Hier ist die wenn wir ein paar Fahrkarte. Erwischen, Hab erwischen ich wir Ihnen halt schon ein paar. Gezeigt? Wenn nicht, dann halt nicht. Ist halt auch nicht so wild. Wir sind ja nicht von dem Geld abhängig. Dann fahren wir zur Radovanovitschen Brücke. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Servus, ab zur Radovanovic-Brücke. Da wäre nicht abhängig von dem Geld, sag ich jetzt mal, ne? Wir haben mal 17 Millionen oder so und wenn wir dann halt einfach Was stinkt den denn einen oder so? Anderen Fahrgast halt schwarz fahren noch mitnehmen, dann ist es halt so. Muss bedenken, oh, ich muss das. Tschüss. Tschüss, ich darf das Spiel nicht zwischen den Folgen. Ich hätte gerne ein Ich paar muss das Fahrkarten. Spiel zwischen Folgen nochmal neu starten, damit es nicht ganz so stark wird. Danke.
habe ich das Gefühl. Ich brauche einige Fahrkarten. Ich habe das Gefühl, er schlägt stärker, wenn ich das Spiel, wenn ich direkt nach der einen Folge die nächste Folge aufnehme. Habe ich das Gefühl, dass die Folge danach ich brauche mehrere Fahrkarten. Immer leckt. Also immer stärker leckt, also so leckt, dass es halt undenkbar ist. Deswegen muss ich, glaube ich, dann das nächste Mal in der nächsten Woche dann das nochmal neu machen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Angenehmer machen. Einzelstandard drücken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich doch, aber sie muss ich also das Spiel zwischen den Folgen nochmal neu starten. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Jetzt läuft das wieder. Flusspromenade. Das bremsen wir nämlich auch wieder vernünftig. Und dann halten wir es bei der Flusspromenade. Wo natürlich wieder ein Fahrzeug steht. Aber da es jetzt nicht mehr leckt, können wir das auch gut justieren, dass wir auch perfekt hier halten. Also wenn ich wieder so das stark über das Ziel hinaus schießen. So ein schöner Tag. Ach, das hat wir doch bestimmt jemand irgendwie ein Ticket holen. Oh. Genau, Ticket, Studenten gucken. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte bitte. Ein Studentenwochenticket. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ein Einzel. Ticket. Ein Tagesticket mache ich natürlich. Eine Fahrkarte bitte. Woche Student drucken. Und weiter geht's schnell über die Ampel rüber. Schade. Nächster Halt, Arbeitergasse. Bei der Arbeitergasse muss ich nochmal kurz die Pause machen, weil von dem Ofen habe. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war... Jetzt fangen die Lexe wieder an, wobei... Ja, schön, dich zu sehen. Das hat nicht gesehen, kann ich vielleicht sogar noch beim Hauptbau noch machen. Nächster Halt, Arbeitergasse. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Immer schön früh bremsen hier. Oh, so ein schöner Tag. Eine Fahrkarte bitte. Einzelsenior. Versperren die Tür. Danke. Alle drin? Na, einem noch rein. Und ab zum Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wird die Ampel noch bekommen? Die Frage ist, ob wir über die rote Ampel rüberfahren. Weil wir nicht rechtzeitig zum Halt stehen kommen aufgrund der nicht vorhandenen Frames. So, der Hauptbahnhof ist ja gar nicht der Endhaltpunkt. Das ist ja das Rathaus. Von der Gürtel Linie. Oh Mensch. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Da war schon Punkte fürs Blicken. Wobei eigentlich brauchen wir es halt ja wirklich nicht, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ist ja eigentlich nur ein Bonus. Eine Fahrkarte bitte. Oh, jetzt können wir wieder 300 Millionen Leute, die Dings haben wollen. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstudenten. Ich bin ja gespannt, ob wir jetzt einen besseren Umsatz gemacht haben mit dieser mit dieser Standardroute, mit der Standardtour als mit eine Fahrkarte bitte. Mit der Standardtour mit
Feiertags-Event oder ob wir mit der Rundfahrt mehr Geld gemacht haben. Danke. Spendenticket. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Zwei Tagestickets für Senioren. Dann ab zum Ember-Tor. Dann auch noch Rathaus. Okay. Dann noch ein paar Stops. Ember-Tor. Ich wollte nicht aussteigen. Ich wollte nach links gucken. Habe ich mir etwas verdrückt. Von X. Anstatt X habe ich C gedrückt. Belastend. Wieder ein Auto, oh, gar nicht gut. Gar nicht gut, vor allem jetzt mit diesem. Oh, nicht früh reingebremst. Ja, das ist meine Pferde, das jetzt so am hart am Lecken ist. Heilung, wir sind spät dran. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Der halbe Bus ist gleich leer. Ja, der ganze Bus ist gleich wieder halb leer. Hi. So ein schöner Tag. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Danke. Schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard drucken. Hallo, hallo, hallo drucken. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Standard drucken. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Einzelstandard zwei Stück. Und ein Seniorentages. Ticket. Danke. Boah, das ist nervig. Jetzt ab zum Rathaus und dann zurück zur Busgarage. Endstation. Bitte alle aussteigen. Und nächster Halt, Rathaus, Endstation. Ist man nicht zu spät, dann lassen wir sie alle aussteigen und fahren zurück. Beeilung, wir sind spät dran. Ja, dann fahrt doch nicht so viel mit, Mensch. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Ja, den Müll, den nehmen wir, heben wir dann wieder später auf. Na, ich nehme die Ampel noch. Die hier zwar schon, aber nicht die, wo wir jetzt links abbiegen. Wie es vorhersehbar war. Manche Ampelschaltung kennt man mittlerweile schon echt aus dem FF. Also noch so gerade geschafft mit der Ampelphase, heftig. Ich bin immer drauf gefahren, ich habe gar nicht mehr darauf geachtet, ob da jetzt irgendwie was rüber gelascht ist oder nicht. Nehmen Mutter aus, sammeln den Müll noch auf. War der einzige Müll? Scheint so.
Anscheinend aus, wenn die Fahrten hoffentlich haben wir jetzt weiteres Ass, hoffentlich. Wäre auch ein schönes Feiertagsgeschenk, beziehungsweise in diesem Fall Vorfeiertagsgeschenk. Oh, kurz vor Level 24. 14.062. Was war das? Welche Strecke? Die Gürtellinie war das, genau. Okay, ja, 21.000, never ever. Angestellte. Ein Ass! Mensch! Wie geil ist das denn? So, Garage, Shop. ML9 City. Bus kaufen, bearbeiten. Anwenden und dann können wir ein weiteres Ass auf die Sightseeing Strecke packen. Und okay, wir müssen uns noch mal, wir gucken uns nochmal Laura Strillinger an, wie weit die mittlerweile ist. Das sind jetzt ja hier bei 3 von 5. Laura Strillinger, oh, die ist auch kurz vor Profi. Also ich sag mal so, ich würde fast sagen, sechs Fahrten und sie wäre auch Ass. Ungefähr. Ungefähr sechs Fahrten und dann ist Laura Strillinger auch als Ass. Heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn wir in unter sechs Fahrten zwei Asse bekommen, dann tschüss Laura Strillinger, ansonsten wird Laura Strillinger zum Ass befördert. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wird euch schöne Feiertage und bis zum nächsten Bus-Match 18 Video.